Hallo, was machen Sachen? Ja, ich habe ein bisschen was gebastelt. Ihr habt im Thumbnail schon gesehen, ich habe einen kleinen Slime gebastelt, einen kleinen Slime-VTuber-Modell. Ja, ich wollte ein bisschen was ausprobieren. Das ganze Ding war mehr so ein Testlauf. Ich plane generell jetzt auch mehrere kleine Projekte, mehrere kleine VTuber-Projekte zu machen, so simple Sachen. Und gucken, wie weit man das reizen kann, dass es halt tatsächlich noch trackbar ist als VTuber-Modell. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit einem kleinen Slime angefangen, weil ich einfach auch schauen wollte, wie bekomme ich es hin, dass ein Modell halt auch Transparenz gut anzeigen kann. Ich hatte da ein paar Problemchen mit. Ihr werdet das am Ende auch noch sehen. Da habe ich ein paar Zwischenschritte reingeladen für Modelle, wo das noch nicht so ganz funktioniert hat. Ich musste einiges am Shader hin und her tweaken, bis es dann halt so funktioniert hat, wo ich gesagt habe, okay, so kann man das lassen, so sieht man das ganz gut. Wie gesagt, Transparenz ist halt eine Sache, die die meisten Track-Programme nicht so gut anzeigen können. Die sind darauf einfach gar nicht ausgelegt, dass die Shader gut Transparenz anzeigen können. Ich habe ein bisschen getrickst. Ich werde euch am Ende auch ein bisschen zeigen, wie man da ein bisschen tricksen kann. Es gibt zwei Versionen. Ihr werdet im Booth auch einfach beide kriegen, für den Fall, dass ihr euch einfach nicht sonderlich gut auskennt. Ihr bekommt die Standardversion in Blau, also die ihr auch am Ende sehen möchtet. Und für alle, die das Modell nutzen möchten, ihr seid natürlich nicht gebunden an die Farbe, die ich euch vorgebe. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch ein bisschen mit Unity auskennt, auch alles komplett anpassen. Ich zeige euch auch kurz am Ende für alle die, die sich nicht sonderlich gut auskennen, wo ihr die Farben ändern könnt, wo die Blend-Shapes sind, wo die Physics sind. So ganz grob drüber. Ich packe in die Beschreibung auch alles rein, was ihr dafür braucht. Ich packe einmal das CATS-Plugin für Blender rein, für die Leute, die das ganze Modell in Blender reinladen möchten, weil die da ein paar Sachen dazu machen möchten, ein paar Accessoires hinzufügen möchten, Blend-Shapes bearbeiten möchte. All das. Ihr könnt halt eurer kreativ freien Lauf lassen, was ihr möchtet. Ihr könnt das Ding auch einfach animieren und eigene Videos machen, kein Problem. Wie gesagt, das Einzige, was ihr möchtet, sobald ihr das Modell halt irgendwie öffentlich nutzt, wäre es cool, wenn ihr mich einfach als Creator taggt, einfach unten in die Beschreibung reinschreiben, Modell erstellt von Banumchan und dann halt, wenn ihr richtig cool seid, packt ihr noch irgendeinen Link dazu, sei es mein YouTube, sei es mein Instagram, sei es mein Twitter, vollkommen egal, Hauptsache man kann ihn finden. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch einfach ein paar mehr so kleinere Modelle machen, so simplere Modelle machen. Ich traue mich gerade noch nicht an größere, komplexere Sachen. Die werden wahrscheinlich irgendwann, vielleicht in einem halben Jahr oder so, auch kommen, aber erstmal so kleinere. Ich will auch ein bisschen gucken, wie weit ich das ausreizen kann, dass es in den Track-Programmen funktioniert. Man hat halt größere Einschränkungen. Die ganzen Tracking-Programme sind alle für Humanoiden aufgebaut. Und da muss man gucken, wie man das hinbekommt, dass das funktioniert. Vielleicht irgendwann mal werde ich eigene Sachen machen für Unreal. Ich habe schon ein bisschen dran rausprobiert, wie man halt VTuber-Modelle auch in Unreal tracken kann. Aber da muss ich halt ein komplett eigenes Projekt erstellen und ein bisschen selber was programmieren, dass das funktioniert. Und es ist halt deutlich komplexer, wie einfach nur ein Modell in schon ein funktionierendes Programm reinladen. Aber das wird vielleicht für die Zukunft bisschen interessanter, vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, dass man halt auch zum Beispiel Vierbeiner tracken könnte. Sei es jetzt halt My Little Ponies, die fand ich ja super süß. Da habe ich auch ein eigenes Modell ja schon vorhanden. Ich hatte ja vor einer Ewigkeit mal einen Saitama-Pony gemacht, dass man sowas halt mit vier Beinen auch tracken kann. Mal schauen, vielleicht setze ich mich da mal ein bisschen dran und probiere da mal ein bisschen was aus. Ich hatte ein paar Testläufe gemacht, wo es funktioniert hat, wo ich halt schon bestehende Modelle getrackt habe. Es funktioniert auch. Noch nicht ganz so gut, aber es funktioniert. Und mal sehen, was da in Zukunft kommt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kurz abgeschweift. Ja, ihr seht ja im Hintergrund, wie das Ganze funktioniert. Ich habe einfach mal den kompletten Ablauf mit eingefügt. Ich habe hier und da ein bisschen was weggeschnitten, weil ich ein paar Stolpersteine hatte, weil ich mich ein bisschen blöd angestellt habe, weil ich zum Beispiel das Rig falsch rum aufgesetzt habe, dass die Füße nach hinten zeigen und so weiter. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Also der grobe Ablauf, Modellieren habe ich drinne, die Emote-Texturen habe ich drinne, ich habe das Rig drinne, ich habe Rain-Painten drinne, ich habe Blend-Shapes drinne, all das. Könnt ihr hier einfach mal im Schnellverfahren gut sehen. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Wie gesagt, ich plane ein bisschen mehr. Ich will jetzt doch
Ich kann mich halt nicht entscheiden, was ich machen möchte. Ich mache irgendwie so eine Mischung zwischen, ich mache random 3D-Kunst-Stuff, ich mache ein bisschen was in Unreal. Ich habe für Unreal ein bisschen was geplant. Ich will die Tutorials wieder in Angriff nehmen. Aber ein bisschen anders da aufsetzen, weil diese einzelnen kurzen gestückelten haben jetzt sehr, sehr viele Fragen drauf. Ich werde jetzt einfach so Mini-Projekte starten, dass man sieht einfach, ich erstelle was in Unreal, so ein Mini-Projekt und fange da halt mit was Einfachem an. Wir erstellen einfach mal eine Landscape oder sowas. Und wir machen einfach so Mini-Projekte, wo ich einfach alles zigmal zeige und das einfach im Verlauf zeige. Das wird, glaube ich, ein bisschen besser wie so diese gestückelten Sachen. Da kamen jetzt die letzte Zeit sehr, sehr viele Nachfragen für Sachen, die dann halt in den späteren Tutorials kommen. Er sagt, okay, vielleicht dann doch besser, dass man dann halt mega lange Tutorials macht für vielleicht eine Stunde oder so. Oder dann halt auch mal ein komplettes ja, Projekt startet. So, jetzt halt kein komplettes Spiel baut, aber so einzelne Aspekte zeigt, so Mini-Projekte. Ja, und ich bin schon wieder komplett abgeschwiffen hier. Ja, wie dem auch sei. Das Modell könnt ihr nutzen. Könnt Farbe ändern, wie ihr möchtet, könnt hinzufügen, was ihr möchtet, packt nur mich bitte in die Credits rein, könnt das in Videos nutzen, in Streams als VTuber-Modell nutzen, ihr könnt es in Fotos nutzen, ihr könnt es animieren, wie ihr möchtet, es ist alles vorhanden. Ich packe auch alles, was ihr brauchen könntet, unten in die Beschreibung, da ist der Link zu meinem Booth. Dort packe ich das Cats-Plugin rein für Blender, dass ihr das in Blender reinladen könnt. Ich packe euch Unity rein. Ich packe euch das Plugin für Unity rein, dass ihr das halt selber in Unity importieren und exportieren könnt. Und ich packe euch nochmal ein Tutorial rein von mir, wie man halt ein VTuber-Modell in Unity erstellt. So, aber wie sieht das Modell jetzt eigentlich live und in Farbe aus? Kommen wir einmal kurz zu VC Face. Es gibt zwei Versionen. Ihr kriegt auch, sobald ihr das Projekt runterladet, aus Booth beide Versionen. Also wenn ihr euch nicht auskennt, könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben möchtet. Ich habe bei der ersten Version für Leute, die sich mit 3D ein bisschen auskennen, einfach die Faces umgekehrt. Für alle, die sich nicht auskennen, vollkommen egal. Man sieht halt die Augen deutlich besser. Bei Version 2 sind die Augen quasi mit von dem Slime betroffen. Bei Version 1 sind es nicht. Ihr könnt euch das aussuchen, was euch am besten gefällt. So, und jetzt kommen wir zu Unity. Für alle, die so ein bisschen was dran arbeiten möchten und sich halt vielleicht nicht so gut auskennen. Ich gehe als erstes mal über die Materialien drüber. Hab beide im Vergleich nochmal drin. Das Einzige, was ich halt. Ja. So viel zur Farbe. Kommen wir jetzt kurz zu den Physics. Die sind unter Secondary zu finden. Also ihr könnt euer Modell ausklappen. Dort ist das der Reiter Secondary zu finden und dort sind halt alle angelegt. Das, was am meisten auffällt, ist das Wackeln oben. Das ist am auffälligsten. Das andere funktioniert leider nicht ganz so gut. Und das könnt ihr einfach ausprobieren, was euch da am besten gefällt. Soll es weniger wackeln, stärker wackeln oder nicht? Und das letzte sind die Blend Shapes. Dazu müsst ihr einfach nur mal auf das Modell klicken, ein bisschen scrollen und dann findet ihr halt auch den Begriff Blend Shapes. Doppelklick drauf und dann kommt ihr direkt weitergeleitet zu den Blend Shapes und da könnt ihr euch alles einstellen, wie ihr wollt. Die vorhandenen einfach anklicken und ihr seht unten, was das Männchen macht, wie es aussieht und ihr könnt auch neu hinzufügen, wenn ihr das möchtet oder halt auch manipulieren, wie ihr da lustig seid und einfach, wenn ihr damit zufrieden seid, mit Farbe, mit Blend Shapes, mit Secondaries, also mit Physics. Einfach exportieren und dann habt ihr euer neues Modell und könnt es in VC Face reinladen.